Das Wohlstandsevangelium, gepredigt von Joseph Prince, Todd White, Joyce Meyer, Benny Hinn und weiteren, die Prosperity Gospel. Das ist eine Irrlehre und falsche Herangehensweise an das Evangelium, die besagt, dass wenn du nur genug glaubst, wenn du nur genug tust oder wenn du nur genug spendest, dann wird es dir finanziell gut gehen. Aber nicht nur das, dir wird es auch immer körperlich gut gehen und du wirst in deinem Leben keine Probleme haben. Und die Bibel spricht doch ganz klar, dass es irgendwann genau diese falsche Lehre ist, die gepredigt wird. Im 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 3 heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nur nach dem Munde reden. Und damit, was geht, Corey hier, und heute möchte ich genau über das Thema reden, über das Wohlstandsevangelium. Ich habe 5 Probleme rausgesucht, die ich mit dieser Lehre habe. Aber bevor ich anfange, vergesst doch nicht zu abonnieren. Jeder neue Abonnent, jeder Like, jeder Kommentar hilft mir, um die Message zu verbreiten. Fangen wir an. Problem Nummer 1. Es stimmt nicht mit der Lehre der Bibel überein. Auf Wikipedia finden wir Wohlstandsevangelium, nach Englisch Prosperity, in der anderen Sprache auch Erfolgstheologie, ist die religiöse Auffassung, Wohlstand vor allem Geldvermögen und geschäftlicher wie persönlicher Erfolg und Gesundheit seien der sichtbare Beweis für Gottes Gunst. Wohlstand sei vorherbestimmt oder gewährt im Gegenzug für das wirksame Gebet oder religiöse Verdienste. Aber was sagt die Bibel? Apostelgeschichte 14, 22, da heißt es, dass wir durch viele Bedrängnisse durchgehen müssen. Römer 8, Vers 17 heißt es, dass wir mit ihm, mit Jesus, leiden werden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Oder wenn man 18 weiterliest, denn ich bin überzeugt, dass das Leiden der jetzigen Zeit nichts ist gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12 heißt es, alle aber auch, die in Jesus Christus leben wollen, werden verfolgt werden. Hier spricht es nichts davon, dass wir hier auf dieser Erde ein Friede, Freude, Eierkuchen Leben haben und uns nichts passieren wird. Die Prediger, die diese Lehre lehren, nutzen das Verlangen von vielen Menschen, gesund und wohlständig zu sein, und predigen, dass Gott ja nicht wollen kann oder es ja nicht zulassen kann, dass wir in dieser Welt leiden. Aber wir haben es doch gerade gelesen und ab und zu kommt diese Leidenszeit und sie ist sogar gut für uns, weil sie stärkt uns im Glauben, wie es in Römer 5, 3 bis 4 heißt. Da heißt es, wir danken Gott für unser Leiden, denn Leid macht Geduld, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Oder 2. Korinther 1, 8 bis 9. Gott will nicht, dass wir uns auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zum neuen Leben erweckt. Also, wir werden mal leiden und es wird uns auch nicht immer bestens gehen. Aber Gott verspricht in Offenbarung 21, Vers 4, dass er jede Träne abwischen wird und dass der Tod nicht mehr sein wird und dass es keinen Trauer, kein Geschrei, keinen Schmerz mehr geben wird. Problem Nummer 2, was ich mit der Lehre habe, es verändert den Fokus von Gott auf dich selber. Es geht jetzt nicht mehr darum, Gott, was kann ich für dich und deine Herrlichkeit tun, sondern es geht darum, Gott, was kannst du für mich tun? Was betest du mir an? Und es ist überhaupt kein Problem, Gott um etwas zu bitten oder um ein gesegnetes Leben zu bitten. Aber das Fordern und das Signalisieren, dass er uns etwas schuldig ist, das ist das, was verkehrt ist. Was ich Nichtchristen häufig sage, wenn sie ein falsches Verständnis von Gott haben, ist, dass Gott kein Genie ist. Der ist nicht da, um dir deine Wünsche zu erfüllen. Weil das ist das, was Nichtchristen noch häufig machen. Oder die, die Gott nicht wirklich verstanden haben. Wenn es ihnen schlecht geht, dann gehen sie zu Gott und sagen, hey, bitte mach dies und das und das. Wenn es ihnen gut geht, haben sie nichts mit Gott zu tun. Und nicht nur Nichtchristen, sondern bei uns ist es manchmal auch so. Wenn wir leiden, klar, unser Vertrauen ist auf Gott und deshalb ist Leiden ja auch so gut. Aber wenn es uns gut geht, haben wir ihn schon wieder vergessen, weil es geht ja nur noch darum, Gott, was kannst du für mich tun? Und wenn alles gut ist, dann brauchen wir Gott ja anscheinend nicht. Darum sage ich, das ist auch etwas, was wir Christen nicht vergessen dürfen. In Hiob 1,21 heißt es, der Herr gibt,
aber der Herr nimmt auch wieder. Aber trotzdem loben wir den Herrn. In jeder Situation, in jeder Lebenslage. Problem Nummer 3, es führt dazu, dass Menschen enttäuscht sind von Gott. Es wird versprochen, dass Gott dir etwas schenken wird. Gesundheit, Arbeit und so weiter und so fort. Und es führt doch dann zur Enttäuschung, wenn du das nicht bekommst, was Gott angeblich versprochen hat, was er natürlich nie versprochen hat, und du am Ende leer ausgehst. Du trotzdem krank wirst, du nicht von dieser bestimmten Krankheit geheilt wirst. Aber Gott sagt nirgendwo, dass er jeden Menschen heilt und rettet aus jeder Lebenslage. Außerdem ist es doch total beleidigend für die Menschen, die einfach durchgehend mit einer bleibenden Krankheit leben müssen. Ihnen wird dann gesagt, ja, du hast einfach nicht genug Glaube oder du tust nicht genug, weil deshalb bist du noch krank, deshalb bist du arm. Das wird denen gesagt. Das zerstört den Glauben von so vielen Menschen und führt letztendlich dazu, dass sie sauer auf Gott sind, obwohl sie eher sauer auf den Prediger sein könnten. Ich sagte könnten, die sollten natürlich nicht, aber sie könnten rein theoretisch sauer auf diesen Prediger sein, der etwas vollkommen Falsches predigt. Und für die Christen, die so glauben, Matthäus 6,33 ist etwas, was mir hilft bei all dem Leiden in dieser Welt. Es trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Weil wenn unser Fokus bei ihm ist, dann kann uns sonst noch etwas passieren. Wir werden vielleicht leiden, aber wir werden von ihm durchgetragen durch dieses Leiden. Wenn wir uns wirklich auf Gott konzentrieren, dann sind wir in jeder Lebenslage innerlich, tief in unserem Geist, immer noch glücklich und gesund. Weil wir sollen uns auf die wirklich, wirklich wichtigen Sachen konzentrieren. Gott zu verherrlichen. Lieben, sein Wort weiterzugeben und nicht auf unsere äußerlichen, innerlichen, wie auch immer, Umstände. Problem Nummer 4, das Wohlstandsevangelium funktioniert nur im westlichen Teil der Welt. Es heißt, insgesamt lebten 2017 weltweit 695 Millionen Menschen von weniger als 1,9 Dollar und damit in absoluter Armut, was 9,3% der Weltbevölkerung waren. Von weniger als 3,2 Dollar lebten 1,82 Milliarden Menschen, 24,3% der Weltbevölkerung. Und 3,3 Milliarden, also 43,5% der Weltbevölkerung, lebten von weniger als 5,5 Dollar pro Tag. Das machen also 77% der Weltbevölkerung, die weniger als 5,5 Dollar pro Tag besitzen. Heißt, dass so viele Menschen in Armut leben. Das hieße ja, dass alle Christen, die in Armut leben, die in Krankheit leben, keine wirklichen Christen sind oder nicht genug glauben. Und wir, die wir in einem reichen Land leben, wir sind die guten Christen oder was? Wir in Deutschland zum Beispiel sind so behütet, aber Christen in Iran, China oder in Afrika, Leute, die verfolgt werden und die in Armut leben, die sind so viel näher an Gott dran. So viele Zeugnisse hören wir aus diesen Ländern. Aber das Wohlstandevangelium sagt, nein, diese Menschen, weil sie ja nicht im Wohlstand leben und weil sie nicht gesund sind, sind keine guten Christen oder glauben nicht genug, was ich mir niemals vorstellen könnte. Und Problem Nummer 5, es widerspricht das Leben von Jesus und seinen Aposteln. 2. Korinther 12, Vers 7. Und damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Paulus spricht hier von einem Leiden, den er hat, was ihn nicht loslässt. Das heißt, er war nicht gesund. Und wir wissen auch, dass Paulus durchgehend verfolgt wurde. Aber wir wissen auch, wie heilig Paulus war. Markus 6, Vers 3. Hier spricht es, dass Jesus ein Zimmermann war. Und man sagt, dass es nicht der bestbezahlteste Job war. Außerdem heißt es, dass Jesus umherreiste und ab und zu gar nicht wusste, wo er jetzt schlafen wird. In Matthäus 8, Vers 20 heißt es, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Neste, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Jesus hat nicht gesagt, dass er mit dem Privatjet fliegen muss, weil er öffentlich nicht mehr fliegen kann. Ihr müsst selber googeln, wer das gesagt hat, aber Jesus war auch demütig. Jesus hat nicht im Überreichtum gelebt.
In Lukas 8 heißt es, dass Jesus sich auf andere Menschen verlassen musste, um finanziell über die Runden zu kommen. Und Jesaja 53 hat auch schon prophezeit, wie verachtet er sein wird, dass er Schmerz und Leiden kennen wird. Und wenn das Jesus passiert, der Heilige aller Heiligsten, und wir ihn nachfolgen sollen und Jesus ähnlich werden sollen, dann werden wir auf dieser Erde auch Leid zu spüren bekommen. Es ist aber klar, dass Gott heilen kann. Wenn es Gottes Wille ist, dann kann er heilen. Und er wird auch heilen, wenn es sein Wille ist. Aber manchmal hat er etwas ganz anderes vor. Außerdem sage ich auch nicht, dass es Gottes Wille ist, dass wir arm und krank durch die Welt gehen müssen. Aber manchmal ist es einfach der Lauf der Dinge. Aber wir müssen das niemals alleine machen. Gott ist und bleibt bei seinen Kindern bis zum Schluss. Aber was ich sage, ist, dass wir Gott anbeten sollen, egal ob es uns schlecht geht oder ob es uns gut geht. Weil gerade wenn es uns gut geht, vergessen wir Gott sehr oft. Und daran müssen wir alle arbeiten. Weil meistens sind wir in diesem Status von alles ist gut, ich habe Job, Schule, Arbeit, ich werde gefüttert, ich habe alles, was ich brauche, jetzt haben wir gutes Wetter und so weiter und so fort. Und dann sind schon wieder Wochen vergangen, in denen wir vergessen haben, wieso wir das alles eigentlich haben. Und nicht nur das, sondern was unser wirklicher Auftrag ist. Nicht nur zu genießen, sondern Gott zu verherrlichen, die Menschen zu lieben und das Wort weiterzugeben. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr noch ein paar Videoideen habt für mich, Fragen, die ihr euch stellt, schreibt sie doch unten in die Kommentare und ich werde sie beantworten oder ein Video darüber machen. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber bis dahin, Core hier, ihr da. Alles klar.